Schwestern und Brüder im Herrn, verehrter Herr Dompropst, Mitglieder des Hohen Domkapitels, werter Herr Oberbürgermeister, Mitglieder von Rat und Verwaltung der Stadt Aachen, werte Gäste aus nah und fern. 7 Jahre sind vergangen. Die Heiligtumsfahrt in Aachen beginnt. Wir haben in Gedanken die Hammerschläge mitgezählt. 31 waren es diesmal, weniger als sonst. Mit diesen Schlägen wurde das verschlossene und gesiegelte Schloss des Marienschreins geöffnet, die biblischen Heiligtümer entnommen und erhoben. Gleich erfolgt die erste Zeigung und Verehrung. Der Tradition entsprechend, die seit 1349 besteht, werden sie in den kommenden Tagen der Betefahrt immer wieder den Gläubigen zur Verehrung gezeigt. Viele Pilgerinnen und Pilger werden nach Aachen kommen, aus Ungarn und den slawischen Ländern, aus den benachbarten Bistümern und Europa, aus unserem Partnerland Kolumbien und aus aller Welt. Sie sind uns alle sehr herzlich willkommen. Wir wollen uns bemühen, gute Gastgeber zu sein und allen Pilgerinnen und Pilgern eine geistliche Ermutigung im Glauben zu ermöglichen. Zieh in das Land, das ich dir zeigen werde, so läutet Gottes Ruf an Abraham, der ihn ein Leben lang in Bewegung bringt. Glaube in Bewegung ist darum das Leitwort unserer Heiligtumsfahrt. Wir wollen uns als Glaubende den Herausforderungen unserer Zeit in Kirche und Gesellschaft stellen. Wir wollen unseren Glauben an Gott feiern in froher Gemeinschaft der Pilgerinnen und Pilger. Was sind und was bedeuten uns Reliquien? Es sind Erinnerungsstücke, und wir kennen solche Hinterlassenschaften, die uns kostbar und heilig sind, die wir sorgsam bewahren und gern betrachten, die goldene Uhr, die der Großvater seinem Enkel schenkt, ein kostbarer Ring, der seit Generationen in der Familie weiter vererbt wird, das Meisterstück eines Schreiners, eine kostbare Intarsienarbeit, die im Elternhaus einen Ehrenplatz erhält. Die deutsche Dienststelle konnte im März dieses Jahres der Tochter eines 1942 in der Ukraine gefallenen Soldaten, dessen Ehering und einen Teil seiner Erkennungsmarke zuschicken. Können Sie sich die Gefühle dieser heute 74-jährigen in Aachen lebenden Tochter vorstellen, die nach 72 Jahren den Ehering ihres Vaters, den sie nie gesehen hat, in Händen hält? In den Ring war als Bekenntnis zur lebenslangen Treue eingraviert: Mors Sola, durch den Tod allein, 4.7.1939. Es gibt Dinge, die uns an Menschen erinnern, indem sie davon sprechen, was diese Personen bewegte, was sie für die Zukunft tat, was für sie uns heute noch wertvoll und kostbar macht in ihrem Denken, Glauben und Wirken. Pfarrer Christoph Stender schreibt in einem Gedicht: Die Visionslosigkeit der Menschen heute, Reliquien nicht mehr nötig zu haben, macht traurig, weil der Mensch vergessen hat, Verehrung deutet Leben.
das in der Verneigung die Gegenwart überdauert und so des Menschen Blick weitert, Reliquien für die Zukunft zu sein. Reliquien, zurückgelassen für die Zukunft, Zeichen und Hinweis auf das, was uns wichtig wird für die Gestaltung der Zukunft, für unsere Nachfolge Christi in Kirche und Welt heute, damit Zukunft wertvoll wird. Was sind und bedeuten uns die Reliquien, die unser Schrein birgt? Die biblischen Tuchreliquien wollen Erinnerungsstücke und Wegzeichen sein. Über die historische Echtheit wird man auch in 100 Jahren noch streiten können. Und niemand muss an einer solchen Wallfahrt teilnehmen. Und dennoch sind diese alten Zeichen sehr sinnvoll. Es sind Reliquien, die Kaiser Karl der Große aus Jerusalem, Konstantinopel und Rom erhalten hat. Die Reichsannalen von 799 sprechen eindeutig davon, dass der Jerusalemer Patriarch dem Kaiser Reliquien vom Ort der Auferstehung des Herrn geschickt hat. Es handelt sich um das Kleid Mariens, das sie in der Heiligen Nacht getragen haben soll, um die Windeln Jesu, in die Maria das Kind wickelte und in eine Krippe legte, und das Lendentuch des Herrn, das er am Kreuz trug, und um das Damasttuch, in das man das Haupt Johannes des Täufers barg. Diese biblischen Reliquien, so unansehnlich und ärmlich sie aussehen, waren unseren Vorfahren so kostbar, dass sie diese in kostbaren Schreinen aus Gold und geziert mit Edelsteinen und feinen Emailbildern bargen und darüber noch einmal die große gotische Chorhalle, das Haus aus Licht bauten, um uns Menschen nahezubringen, wie wichtig dieser Glaubensstoff für die Gestaltung einer wertgebundenen Zukunft ist. Es geht also nicht um alte Tücher, ohne die wir gut leben könnten. Es geht um ihre Botschaft. Es geht um ihren geistlichen Sinn. Sie erinnern uns daran, indem wir schauen, tasten und fühlen können, indem wir mit all unseren Sinnen und Emotionen auf Tuchfühlung mit Jesus, Maria und Johannes gehen können, wie Bischof Klaus Hämmerle es uns so einfühlsam gesagt hat. Diese Begegnung kann zu einer geistlichen Erfahrung werden, die uns im Glauben tief emotional berührt und unseren Glauben in Bewegung bringt zur Gestaltung unserer Zukunft, die Gott uns schenken will. Die Stoffreliquien, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen wollen, diaphan wollen, durchsichtig auf den werden, den unser Glaube sehen, unsere Hoffnung ertasten und unsere Liebe erspüren kann, auf Jesus Christus, unseren Herrn, auf Maria, die gütige Mutter des Herrn und unsere Mutter, und auf Johannes, den Täufer und Vorläufer des Herrn. Nur wer Glauben schaut, kann die geistliche Erfahrung gläubiger Verbundenheit mit Jesus, Maria und Johannes machen. Nur der kann mit allen Sinnen schöpfen aus den Quellen des Heils. Wer Glauben schaut, dem ist die Echtheit, die Authentizität dieser geistlichen Erfahrung weit wichtiger als die historische Echtheit der Reliquien. Wir sollen diese Reliquien mit gläubigen Augen anschauen, dann wird dieser österliche Augenblick uns in pfingstliche Bewegung bringen, um den Glauben der Christusnachfolge zu leben in unserer Zeit,
denn er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Amen.